Hallo und willkommen zurück. Nach wie vor spiele ich auf der nordfriesischen Marsch noch mit Andy, Grandios, Matze und Heiko. Ja, ihr seht jetzt, dass ich hier am Schwadern bin, also jetzt damit anfangen möchte. Und ja, dann wollen wir mal, ne? Wieder ihre Sendung und hört den Ton auf. Ha, da ein Stückchen vergessen. Oder leise oder so. So. Ja, für den Anfang reicht der kleine Schwader. Müssen ein bisschen ans Geld denken, ne? Da war die Kurve nicht so ganz schön bekommen, ne? Aber das haben wir noch. Natürlich, der große Krone, der ist schön, ne? Und viel einfacher, aber dafür haben wir noch kein Geld. Leider. Gut. Du weißt nicht, was gut ist, Heiko. Früher hatte ich noch was zu sagen. Jetzt nicht mehr. Ja, im Leben gibt es zwei Ringe, also in der Ehe. Und da ist das Haus komplett weg. Einmal der Ring von der Granate und einmal der Ring von der Ehe. Also ist egal, was du anziehst oder abziehst. Haus ist weg. Ich bin nur Hausbesetzer. Ja, habe ich gelesen. Besser als das Fernsehprogramm. Ja, das ist doch gut. Dann machen wir auch was richtig dann. Genau, wir haben das richtige Thema. Nicht voll. Ey, wir haben 11 Zuschauerinnen, die... Bei mir sind es 8. Ich hatte schon mal mehr, aber du weißt ganz genau, wie ich das sehe. Haben die was am Wintermod bei Eurotruck was geändert oder ist er noch wie letztes Jahr? Man rutscht ganz schön. Ja, das war letztes Jahr auch so, aber ich meine, ja, wie soll ich sagen? Sieht anders aus oder so. Ich weiß noch nicht. Ich hatte ihn letztes Jahr nicht gesehen. Okay. Verdammt spiegelglatt. Man rutscht stumpf im Graben oder man dreht sich auf einmal quer über den Acker, wenn man zu schnell ist. Das hatte ich nämlich gern. Ich mach schon Laune mit dem zu fahren. Aber es gut gemacht, dass du gerade Spiegel gesagt hast. Wieso? Man schampelt auf den Spiegel ein und Spiegel. Hört sich lecker an. Ist auch so lecker.
du eigentlich schon die Sprachnachricht abgehört, die ich dir geschickt habe? Das kann er ja nicht. Doch, klar kann er. Ja, genau. Anscheinend soll der Wintermod, so wie ich es richtig verstehe, Büschel entschärft worden sein. Ja. Weil der war schon krass, bis ich bin gestern extrem viel gedacht. Ja, ich habe gestern mal kurz reingeguckt. Ich weiß. Das ist gut. Somit habe ich so eine Frau verdient. Und jetzt kommt auch noch der irre Heiko von vorne. Jeder kriegt das, was er verdient. Aber ich bin froh, diese Frau zu haben. Ja, aber schnell die Kerl. Ich wollte es gerade gesagt haben, Heiko. Das wäre interessant. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich schätze mal, es wird mir der Privatwerk die Augen gehabt. Oder sie holt die Bratpfanne. Wenn ich gleich nicht mehr antworte, dann wisst ihr mal Bescheid. Nee, warum negativ? Positiv, dann bin ich hochfair. Wenn man so sieht, ja. Nur wenn der Matze Testament gemacht hat. Hab ich. Ich hab Handy alles über. Damit er sein Feld vergrößern kann. Oh, es gibt noch viel Arbeit. Wieso, was macht denn schon wieder jetzt? Der ist doch hier am Gruppern, am Flügen da. Der macht das Feld. Nee, der fliegt die eine Weide durch. Nee, Nicole, nehmen keine Partner, nehmen lieber ein alte gute Nudel heute, das geht doppelt. Diese müssen wir auch gleich mal durchfliegen, Heiko. So, das war's jetzt erstmal mit deiner Wiese. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kölsche Papp.